Kapitel 33 Animagi. Hermine öffnete als erste ihre Augen und spürte auch schon sofort eine schwere, weiche Pfote auf ihre. Sie schaute hinab und erkannte die große, schwarze Tatze von Blaze. Langsam ließ sie ihre geschärften Augen an ihm hochgleiten und stellte beeindruckt fest, dass er ein stolzer, schwarzer Panther war. Nur seine warmen, dunklen Augen kamen ihr vertraut vor. Er war ein gutes Stück größer als sie und hatte ein schwarz glänzendes Fell, das im Schein des Lumos, den die Schulleiterin beschworen hatte, blau schimmerte. Er roch auch anders und doch irgendwie vertraut. Vorsichtig umrundete sich die beiden und schnüffelten sich gegenseitig ab. Blaze öffnete die Augen und das Erste, was er sah, war ein kleines Fellbüschel knapp unter seiner Schnauze. Dann erkannte er die ihm wohl vertrauten honigfarbenen Augen von Hermine. Er roch einen unbekannten und doch sehr vertrauten Geruch und musterte sie genau. Ihre Nase war stupsig, ihr Fell etwas heller als ihre eigentliche Haarfarbe und die Fellbüschel an ihren Ohren mit der angedeuteten Mähne an ihren Wangen erinnerten ihn etwas an ihr sonst so unbändiges Haar. Sie hatte schlanke Beine und im Gegensatz zu ihm war ihr Körperbau schmal und doch elegant. Er hingegen war groß, muskulös und allgemein stämmiger. Trotz dass ihre Form so neu war, war es doch eindeutig seine kleine Schwester im Herzen, die da vor ihm stand, und trotz dass ihre Form so unterschiedlich war, wusste der Lux und der Panther, dass sie zu einer Familie gehörten. Hermine überrollte die Freude und mit einem Satz sprang sie auf den edel wirkenden Panther. Er kippte auf die Seite und knurrte etwas vor Überraschung. Die zwei Wildkatzen wälzten sich wie genügend im Gras herum und testeten ihre Kräfte und motorischen Fähigkeiten ausgiebig. Dabei wurden sie von drei strahlenden Augenpaaren beobachtet. »Onkel Seth, denkst du gerade, was ich denke?« fragte der blonde Slytherin seinen harten Onkel leise. Dieser nickte und gab genauso leise zurück. »Nächsten Vollmond werden wir wohl einen Monat ein Alraunenblatt im Mund haben.« Es klang wie Witzeleien, doch in diesem Moment versprachen sich die beiden im Stillen etwas, was Hermine und Blaze bereits geschafft hatten. Die beiden eleganten Katzen bemerkten, dass sie sehr wohl miteinander kommunizieren konnten und führten in diesem Moment ihre erste Unterhaltung, die vor den anderen verborgen blieb. Auf drei, okay. Eins, zwei, drei, sagte Blaze. Und noch bevor es die beiden Prinzen aus Slytherin realisierten, sprangen zwei blitzschnelle Jäger auf sie zu. Blaze riss Draco mit seinem enormen Gewicht zu Boden und stellte sich zähnefletschend auf die Brust seines besten Freundes. Draco sah erst zutiefst erschrocken aus, doch dann lachte er befreit auf und fuhr Blaze durch das dichte, schwarze Fell. Im gleichen Moment sprang auch Hermine ab und landete mit den Pfoten voraus auf ihrem Verlobten, der wie Draco nach hinten kippte und etwas unsanft auf seinem Hintern landete. Auch wenn Hermine um einige schmächtiger war als Blaze, hatte sie für einen Lux eine beachtliche Größe. Der Tränkemeister lachte auf und streichelte seiner Verlobten durch das Fell. Als Antwort bekam er ein sanftes Schnurren und eine feuchte Nase, die sich an seine Halsbeuge presste. Er schloss seine Arme um die Frau in Luxform und kraulte ihr dabei die Ohren. Ein herzliches Lachen riss alle Blicke auf die Schulleiterin, die sich belustigt das Spektakel ansah. Hermine und Blaze traten geschmeidig auf sie zu und setzten sich wie abgesprochen vor sie. Ihr belustigtes Grinsen wich einem mütterlichen Lächeln, als sie sich die beiden genau ansah und ihnen mit ihren Händen über das schöne Fell fuhr. »Blaze, du bist scheinbar ein schwarzer Jaguar. Sehr passendes Tier für dich. Ein in sich gelehrter, imposanter und stolzer Jäger. Hermine, du scheinst ein eurasischer Luchs zu sein, bei deiner Größe und diesen langen Beinen. Intelligent, eigensinnig und elegant. Ich könnte mir nichts Passenderes vorstellen. Verwandelt euch bitte zurück. Ihr werdet merken, euer menschlicher Körper muss sich erstmal daran gewöhnen.« Ihre Worte waren sanft und ihr Gesicht sprühte vor Stolz. Als die beiden sich wieder zu ihren menschlichen Formen zurückverwandelt hatten, apparierten sie gemeinsam zurück ins Schloss und gingen auch gleich zu Bett. Inzwischen war es tiefste Nacht und sie merkten alle, dass ihnen dieser energiereiche Tag schwer in den Knochen lag. Als Hermine in den Arm ihres baldigen Ehemanns lag, dachte sie nochmal über die Auswirkung ihrer Vision auf seinen Geist nach. »Weißt du, meine Schöne, es war zwar wahnsinnig schmerzhaft, aber was du gesehen hast, hat mich fasziniert und ich möchte das auch erleben.
Draco und ich werden nächsten Vollmond mit unserer Verwandlung beginnen, berichtete Severus ihr gedanklich und spielte dabei mit einer ihrer Locken. Sie lächelte an seiner Brust und dachte daran, wie intensiv diese Erfahrung war und wie vollkommen sie sich nun fühlte. Das Einzige, was sie wunderte, war, dass sie mit ihrer Tiergestalt die Gedanken ihres Geliebten nicht mehr hören konnte. Und so, wie sie in diesem Moment seine Gedanken verstand, ging es ihm genauso. Nach wenigen Minuten wurden ihre Gedanken leiser und verwandelten sich in aufregende Träume um. Die Tage vergingen wie im Flug. Jeden Tag gingen Blaze und Hermine zusammen in den Wald und erkundeten ihre neuen Sinne. Draco verbrachte die letzte Ferienwoche im Malfoy Manor bei seiner Mutter. Nun war das Wochenende gekommen und der Abschied rückte näher. Ab dem darauffolgenden Montag gingen Blaze und Draco offiziell auf die Universität und Hermine würde an diesem Tag die Prüfung in Zaubertränke und Verwandlungen ablegen. Ihre Aufregung war greifbar und allein schon die Tatsache, dass sich die kluge Hexe jeden Tag von früh bis späten Nachmittag in der Bibliothek eingeschlossen hatte, zeigte, wie angespannt sie war. Die letzten Wochen hatte Blaze sie nur mit viel Mühe dazu überreden können, mit ihm Ausflüge in den Wald zu unternehmen. Auch Sarah spürte deutlich, wie nervös seine Geliebte war und hörte oft genug zu, wie sie sich selbst stresste. Er versuchte, sich zu entspannen, ihr klarzumachen, dass ihr Wissensstand weit über dem Studienniveau lag, jedoch beruhigte sie das nur in geringem Maße. Der letzte gemeinsame Tag in Hogwarts war gekommen und Blaze saß gemeinsam mit seiner besten Freundin am Ufer des Schwarzen Sees. Gedankenverloren starrten sie auf die spiegelnde Wasseroberfläche, als sie die Stimme ihres gemeinsamen Freundes aus ihren Gedanken riss. »Na, ihr beiden, wieder in Menschengestalt unterwegs?« sagte Draco. Hermine hüpfte auf und schloss Draco fest in die Arme. Auch Blaze begrüßte seinen Freund mit einem brüderlichen Handschlag, bevor sie sich zu dritt ins Gras niederließen. Es wurde still um sie herum und auch die drei gaben keinen Mucks von sich. Ihnen war bewusst, dass sie kurz vor dem gefürchteten Abschied standen und keiner der drei konnte die schrecklichen Gefühle des Verlustes, die sich in ihnen ausbreiten, zum Ausdruck bringen.